Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder den offenen Kanal eingeschaltet haben, den offenen Kanal Worms. Ja, Sie erinnern sich vielleicht, vor allen Dingen die Stammzuschauer, vor 3 Wochen hatten wir ihn bereits hier, haben seine Musik vorgestellt. Und wir haben uns gedacht, wir gehen mal intensiver an die Sache ran. Wir verfolgen mal, wie so eine Musik entsteht, anhand auch eines Titels, The Dog. Den Hund haben Sie bereits gesehen, das ist der Lucky. Der liegt jetzt zu meinen Füßen und hat sein Lampenfieber schon etwas abgelegt. Und ich darf meine beiden Gäste begrüßen, und zwar John Byrne und Franz Brosat. Hallo. Hallo, guten Abend. John, du bist jetzt schon, du hast ein Heimspiel, der Franz allerdings auch. Franz, du wurdest schon mal von unserem Markus Wolsiver interviewt. Um was ging es da? Auch um dein Studio, oder? Ja, da ging es um einen Künstler, der auch in meinem Studio aufgenommen hat, der G1. Ein sehr, sehr guter Rapper, hier auch aus der Gegend, hat hier auch seine Wurzeln. Und der hat sein neues Album bei mir produziert und hat es bei euch vorgestellt und hat auch 3 Songs live performt. Mhm. Da habt ihr einen kurzen Schalte rüber zu mir ins Studio gemacht. Lief ganz prima. Und meine Damen und Herren, wenn Sie sehen wollen, wir haben alle unsere Sendungen auf YouTube und auf Facebook. Also, wenn Sie den DJ nochmal sehen wollen, der hier war mit dem Franz im Studio, dann schauen Sie nach auf Facebook. Ja, John, deine Sendung vom letzten Mal, wo du deine Musik vorgestellt hast, die kann man natürlich auch auf Facebook nachschauen. Aber du hast jetzt mal gesagt, komm, wir gehen mal so richtig an die Materie ran. Wie produzieren wir eigentlich so ein Lied? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, also ich glaube, der Franz kann das besser erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Aber ich würde nur so viel dazu sagen, das war Schicksal. Also das Schicksal wollte, dass wir uns kennenlernen. So eine Art, wie ich kennengelernt habe, die anderen Künstler, Sänger, Sängerinnen und so weiter. Mhm. Also Franz, ich glaube, kannst du auch noch dazu mal was sagen, eine interessante Geschichte, wie mir das abgelaufen ist. Ja, war wirklich ganz witzig. Es hatte auch gar nichts in erster Linie mit dem Tonstudio zu tun. Ich habe bei Quokka im Internet nach diversen Gerätschaften, Computerzubehör und so weiter geguckt und habe was entdeckt, was mich interessiert hat, und das war eben bei einem sogenannten Herrn John Byrne. Und ich habe angerufen, habe gesagt, kann ich mal vorbeikommen, mir das anschauen, ich hätte Interesse daran, bin ich hingefahren. Er hat aufgemacht und mich auch sofort ganz freundlich reingebeten, was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Da hat er gemeint, er hat so ein kleines Aufnahmestudio oben unterm Dach und hat mir das dann gezeigt. Und da war auch das Gerät, was mich interessiert hatte. Und dann sind wir eben so ins Gespräch gekommen. Da habe ich gesagt, das ist schon ein bisschen größeres Studio in Groß-Niedesheim habe. Und ja, dann hat er irgendwann sich telefonisch gemeldet und meinte, er würde gerne mal ausprobieren, wie das so ist, bei mir aufzunehmen. Und wie sieht denn eure Zusammenarbeit aus? Auf welcher Basis beruht sich die? Gut, also in der Regel ist es ja so, der John ist ja Komponist und Sänger und begnadeter Gitarrist. Und er schreibt ganz viele Songs in unterschiedlichster Stilrichtung für sich, aber auch für andere Künstler und für andere Sänger vor allem. Und wenn so eine Produktion von ihm fertig ist, also wenn er die selbst komponiert hat, wenn er seine Gitarren eingespielt hat und meistens auch, wenn die Vocals, also sprich die Gesangsaufnahmen von den Sängerinnen oder von ihm da sind, dann nimmt er das alles, kommt zu mir ins Studio und wir fangen dann an, die einzelnen Spuren zu veredeln, zu mastern, zu mischen und den Song eben dann kompakt und fertig zu machen, sodass der auf jedem Endgerät gut klingt. Mhm. John, was war eure erste Produktion? Also unsere erste Produktion war ein Song von Isa R.T. hat gesungen, und der Titel heißt Kinder. Einfach mal den Kleinkinder verhalten, wie sich sie benehmen, was sie machen. War auf Deutsch, Kinder war auf Deutsch. Genau, das war ein deutscher Titel mit deutschem Text. Und das haben wir als erste Produktion ausprobiert. Und da war auch noch Isa dabei, glaube ich. Bei der Mix-Arbeiten. Beim ersten Mal nicht, die kam, glaube ich, dann beim zweiten oder dritten Mal irgendwie was mit dazu. Beim ersten Mal nicht. Na ja, gut, also allerdings, die Zuschauer können mal einfach suchen in YouTube
Kinder heißt der Titel. Und wenn jemand Interesse hat... Da wird aber einiges kommen. Da müssen Sie noch John Byrne eingeben. Wenn du nur Kinder auf YouTube eingibst, dann stimmt. Wahrscheinlich Millionen Titel. Genau. Vielleicht ist es besser, wenn erstmal John Byrne eingeben und dann Kinder. Und dann nach Kinder schauen. Oder eventuell noch Isa RT. Mhm. No. Wie ging es dann bei euch weiter, nachdem ihr euch kennengelernt habt, nachdem ihr den ersten Titel zusammen produziert habt und habt gemerkt, ja, ihr könnt euch, ich sage jetzt mal so gerne, ihr könnt euch riechen, das klappt, das läuft. Wie ging es dann weiter? Also auf jeden Fall, was interessant ist in dieser ganzen Geschichte, dass ich habe natürlich sofort gemerkt, dass der Franz, also für mich allerdings einer der besten Toningenieure der Welt. Und das war natürlich nicht vor allem so beeindruckend, sondern sein Studio. Mhm. Also wenn du irgendwo hingehst und dann irgendjemand sagt, ich bin ein Formel-1-Fahrer, guck mal meine Fahrer, dann glaubst du, das ist das nicht so glaubwürdig. Ja? Wir haben ja sogar Bilder vom Studio. Genau, wir haben ein paar Bilder einblenden vom Studio. Und wenn das eingespielt werden könnte, dann wäre das sehr interessant. Zum ja. Beispiel, das ist ein sehr schönes Bild, das zeigt fast das ganze Studio. Ihr seht dort einen Turm und das sind zum Beispiel die... die Bildschirme, wo wir verfolgen können, wie wir arbeiten, die... Und das seid ihr ja, ihr zwei, genau. Die ganze Gerätschaft genau. Und so. Das ist beeindruckend, ja. Auch wenn du arbeitest in einem Studio, ja. Das ist ein fantastisch gutes Gefühl und inspiriert der Künstler irgendwie noch mehr geben. Aber natürlich, ich möchte nur kurz dazu erwähnen, wir haben diese ganze Produktionssachen persönlicher gemacht. Also wir fangen damit an, ich bringe mal das Essen mit, trinken und wir fangen erstmal essen und trinken und dann arbeiten. Und dann, wenn der Mix fertig ist, also die Musik, dann trinken wir Kaffee mit Kuchen und dann kommt der Gesang. Man muss dazu sagen, seine Frau ist eine fantastische Köchin. Die versorgt uns immer mit den tollsten Leckereien. Das macht dann natürlich dann doppelt so viel Spaß. Ja, du hast schon über 50 Songs geschrieben praktisch, oder John? Ja, ich glaube über 60 schon. Über 60. Aber das spielt auch natürlich hier nicht eine besondere große Rolle. Was ich eher damit sagen möchte, dass ich nicht nur... so Unterhaltungsmusik, so Tanzmusik, Popmusik gemacht habe, sondern ich habe schon veröffentlicht auch Kammermusik für Flöte, Piano und Cello. Und habe ich zu Hause zum Beispiel in der Schublade 6 fertige Kammermusik für Streichquartett und Quintett. Bisher leider habe ich noch keine Musiker dafür gefunden. Also das ist irgendwie interessant. Entweder können die Leute nicht gut spielen, also ich meine die Geiger oder so, die Ensemble, oder sie versuchen so einen Horrorpreis zu verlangen, was ich natürlich nicht leisten kann. Nein, das ist klar. Aber auf jeden Fall, wie vielleicht auch erwähnt habe bei meiner ersten Sendung oder unserer ersten Sendung, ich bin nicht so ein Singer-Songwriter, wie das gewöhnlich ist, sondern ich bin wirklich ein Komponist und ich kann komponieren. Und wenn irgendjemand auch ein gutes Studio haben möchte und möchte einen Song fertig machen, aber hat keine Können dafür, können uns ansprechen. Sage ich das richtig? Immer, natürlich. Ja. Wer Lust und Laune hat, wer sein musikalisches Talent noch nicht, man hat ja früher so schön gesagt, on tape gebracht hat oder auf die Platte, der kann sich an euch wenden. Ja, John, du hast das letzte Mal schon live gesungen. Du wirst jetzt auch live singen? Ich glaube, bevor ich live singe... Machen wir zuerst Kissing? Genau, machen wir über ein... Okay, dann schauen wir uns zuerst mal den Video Kissing an, meine Damen und Herren, und dann hören wir John Byrne wieder live singen. We remember, we laugh.
to his home. He asked me to stay and I said, I won't stay long. I'm coming for loving. That's not what I've been missing. I won't come in for talking, but I'll come in for kissing. Next day he went out with me in that old-fashioned way. Ja, Kissing. Lucky, darf ich dich mal küssen? Nein? Kissing. Das Lied wurde auch produziert? Ja. Wie? Ich muss dazu ehrlich sagen, ich bin da mal ein bisschen kritisch. Das Video gefiel mir nicht so gut. Das sah so aus wie so ein Karaoke-Video. Ja, das ist eine spezielle Sache jetzt bei unserer Sendung hier. Also wie gesagt, das ist, den Text läuft mit, damit nicht ein Standbild gehabt haben. Und bei Karaoke-Video ist der Gesang natürlich nicht dabei. Aber was ich noch dazu sagen möchte, Kim Nobel, die Sängerin, ist auch eine Schicksalkünstler, die ich entdeckt habe, zufallmäßig. Und wir waren richtig begeistert. Ja, von eine sehr gute Stimme, die Sängerin. Von ihrer Vorstellungen. Was sehr interessant ist, das muss ich hier erzählen, ja. Kim, wenn ich ihr beauftrage mit einem Song und würde ich vorschreiben, sing mal das und das und das oder singe ich vor, dann sagt sie, Herr John, tut mir leid, ich kann nicht nachsingen. Warum auch immer. Ich kann nicht nachsingen, ich werde meine Melodielinie selbst produzieren, ja. Mhm. Und dann manchmal habe ich vom Kim den Rohmaterial bekommen, wo ich gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein, das ist ein richtiger Quatsch, was sie mir gefehlt haben. Und wir müssen dann mit Franz uns eine große Arbeit lassen zum Schneiden, hin und her schieben die Sache. Und am Ende waren wir richtig verblüfft, was für ein Song dadurch entstanden ist. Mhm. Ja? Und das ist ein wahnsinnig interessantes Ding. Früher war das unvorstellbar. Ich glaube, in Analogzeiten könnte sie sowas nicht machen. Das ist geht hin und her schieben, die Sache. Und das ist sehr interessant, zum Beispiel auch produktionsmäßig sowas zu erleben, dass irgendjemand liefert irgendwas. Also das Problem war nicht mit der Stimme. Also sie sang gut oder so, nur auf die falsche Stelle. Und wir haben dann das schön zusammen
geschnitten. Ja, so. Das kenne ich aber. Das kenne ich aus meiner Theatertätigkeit. Ich habe den Text falsch drauf gehabt, aber habe immer den falschen Text immer wiederholt, zur gleichen Stelle. Das heißt, die Mitspieler wussten ganz genau, aha, jetzt bringt er das, gehört zwar nicht dazu, aber passt immer. Jetzt dein Titel, das Smartphone. Das klingt etwas neuer. Wie alt ist dieser Titel? Das ist vielleicht nicht mal ein Jahr alt. Und ich habe diesen Titel geschrieben von der Inspiration, den Handy. Ja? Also das ist angefangen. Ich glaube, damals hieß es bei uns auch nur Handy. Ja? Oder hieß es... Nee, du bist schon mit dem Titel Smartphone zu mir gekommen. Ja, gut. Also früher heißt es auch nicht Smartphone, sondern Handy. Und dann, sagen heutzutage noch die meisten. Genau. Okay. Und dann wird das immer smarter, also klüger und klüger und klüger. Und dann ich dachte, ach, jetzt sind wir Sklaven und nehmen wir ins Bett. Können wir nicht essen? Untrennbar vom Smartphone. Sehr gut Ausdruck. Und darüber, also ich habe gedacht, ich muss darüber einen Song schreiben. Und das ist ein sehr guter Pop-Song geworden. Ja, und den hören wir jetzt von dir live. Das hören wir jetzt von mir. Und also, ladies and gentlemen, Smartphone. I was 10 years old in the year 1961. I spent the time with grandma during some summer nights. We don't have a radio and we don't have a TV too. We don't hear any message what people in the world doing too. But the grace bread tasted good and the girls were nice and true. We could talk about life till the afternoon. Time passed by and I don't notice it. I've been older than 31. From the Hungarian village where my grandma lived, I'd moved to the West Coast land. I could have to call my parents and friends with my fixed phone connection at home to talk about this good land life, freedom, love and soul. But after just a couple of years, I see the people everywhere who calling each other by a cell phone, wireless from the street. The cell phones become smarter and getting smarter time to time. And real are the slaves and the dummies who is an house man to his stupid. The smartphone is coding night and day. The smartphone dominates in your brain. You cannot eat and drink without staring at the screen. You're always talking with someone, alone and blind from the street. My grandchild, little Justin, is just 10 years old yet. She has grown with a smartphone and she takes it to her bed. Constantly she is online and all the time staring at a little screen. She doesn't notice it that she's a long time smartphone dependent on slave. All the children in the schools are poisoned, consider it as a good. I wonder if the people will succeed in getting off. Cell phones become smarter and getting smarter time to time. We are his slaves and the dummies. Who is now smart to his stupid? The smartphone is escorting night and day. The smartphone dominates in your brain. You cannot eat or drink without staring at the screen. You're always talking with someone, loud and blind from the street. The cell phones become smarter and getting smarter time to time. And we are his slaves and the dummies. Who is now smart to his stupid? The smartphone is coding night and day. The smartphone dominates in your brain. You cannot eat or
looking at someone loud and blind from the sea. The smartphone. The smartphone. Super. Franz, warum bist du eigentlich Produzent geworden und nicht auch Sänger? Ja, also da muss ich ein bisschen weiter zurück ausholen. Ich habe früher Schlagzeug in einer Band gespielt zu meiner Schulzeit. Mhm. Und wie das so ist bei Bands, es kommt nicht immer jeder zur Probe. Und die Probe ist in meinem Elternhaus immer gewesen, da dann ja. mein Schlagzeug gestanden hat. Und die einzigen beiden, die eigentlich immer da waren, das war ich und der Bassist. Und irgendwann sind wir dann halt auf die Idee gekommen, wir könnten ja auch noch andere Musik machen. Ich war zu der Zeit auch als DJ unterwegs und habe so Techno und Raves gemacht. Und damals habe ich gedacht, okay, lass uns doch mal versuchen, einen eigenen Techno-Song zu machen. Und dann haben wir eben halt den Heimcomputer ein bisschen aufgemotzt und haben da unsere ersten Produktionen gemacht. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns damals dann Thunder Tracks genannt. So ist dann auch der Name von dem Tonstudio Thunder Studios später entstanden. Und ich habe immer mehr Equipment gekauft, habe vom Südwestfunk einen Tonmeister als Mentor gehabt, der hatte Spaß dran, das war ein Kollege von meinem Vater und der hat mich dann unter die Fittiche genommen und hat mir alle möglichen Tipps gegeben und alles Mögliche beigebracht. Also ich auch gerne mal den Gregor herzlich grüßen, so heißt der gute Mann. Und so ging das dann immer weiter. Irgendwann kam dann, weil ich halt auch so viel Equipment hatte, aus dem Verwandtschaftskreis die Frage, kann ich nicht mal Klassik aufnehmen, weil die eben Cellistin ist. Und ich sagte, ja, ich frage mal den Gregor, das ist jetzt noch nicht so ganz meine Baustelle, aber das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Und dann haben wir diese erste Aufnahme gemacht, daraus wurde die erste CD-Produktion und so ging es dann immer weiter. Mhm. Und du hast praktisch bei dir gesagt, ich will nicht Gesang, ich möchte keine Lieder machen, ich möchte sie nur produzieren. Genau, und ich habe dann auch, also ich so Sprachsachen mache ich schon auch mal zwischendurch, ja. Ich habe auch schon ein, zwei Mal was gesungen, aber ich sehe mich einfach nicht als Sänger. Ja? Mhm. Also ich sehe mich als Produzent, auch als Writer, also ich schreibe auch Songs und ich mache auch nach wie vor noch Dance-Projekte, aber meine Kernkompetenz sehe ich halt einfach in der Produktion, im Mixen und im Mastern und da konzentriere ich mich auch drauf. Ganz wichtig, denn was wären die Sänger ohne ihre Produzenten? Alles ist erforderlich, alles ist wichtig. Ein Team, das zählt. Wir kommen zum Titel der Sendung, The Dog. The Dog ist ein Lied und wir haben den Lucky ja hier. Der Lucky liegt da hinten und hat eben schon ein bisschen gezuckt, aber er ruht sich gerade aus. Lucky ist im Prinzip der Hauptdarsteller von dem Titel. Wie bist du dazu gekommen, John? Also das ist auch wieder eine sehr interessante Geschichte und inspirierend, so ein Hund schon zu sehen, gell? Das sieht so aus wie ein Spielzeug. Mhm. Und da habe ich gedacht, erstmal habe ich Franz gefragt, hättest du Lust, eine musikalische Grundlage herstellen für eine Dog-Song? Und dann hat er gesagt, ja, probieren wir mal das aus. Und dann hat er auch so eine Grundlage gelegt. Und dann habe ich einfach mal den Text geschrieben und die Musik dazu gemacht. Und dann habt ihr es produziert. Und dann wir haben es produziert, aber der Franz hat noch eine Frau dazu geholt, Romike, die einfach ein sehr gutes Talent für den Rap gehabt hat. Mhm. Und das ist also jetzt, was die Zuschauer sehen, eine richtige Zusammenproduktion, kann man so sagen, weil wir sind alle da drin. Der Lucky, Franz und ich. Das ist prima. Und die Römike aber nur mit Romike, mit nur ihre Stimme. Genau. Leider. Wir haben angeboten, allerdings hierher zu kommen, aber sie wollte das nicht machen. So, bevor wir uns diesen Video anschauen, darf ich mich recht herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr zu uns gekommen seid. Wir bleiben am Ball, wir bleiben weiterhin hinter euch her, sage ich jetzt mal. Denn wer Songs am laufenden Band schreibt, der hat natürlich auch immer was im Petto, was er uns vorstellen kann. Ja, also nochmals vielen Dank, dass ihr da wart. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute, bleiben Sie gesund und wir schauen The Dog. He's white, he's smart, his eyes are black and never lie.
name is Lucky, and he's my lucky boy. We shared a bed and he looks like a toy. Kids on the streets want to pet him without fear, because they've never seen how he shakes his teddy bear. He's a diggy doggy doggy diggy dog, tick tock. He's a diggy doggy dog, tick tock. He's a diggy doggy doggy diggy dog, tick tock. He's a diggy doggy dog, tick tock. He's a diggy doggy doggy diggy dog, tick tock. He's a diggy doggy dog, tick tock. He's a diggy doggy doggy diggy dog, tick tock. He's a diggy doggy dog, tick tock. Just always to play is on his mind. He does not care if I am tired or just have no desire. Sometimes he runs as fast as the wind. I wonder how you can stop before the gym. He's a diggy doggy doggy diggy dog, tick tock. He's a diggy doggy dog, tick tock. He's a diggy doggy doggy diggy dog, tick tock. He's a diggy doggy dog, tick tock. He's a diggy doggy doggy diggy dog, tick tock. He's a diggy doggy dog, tick tock. He's a diggy doggy doggy diggy dog, tick tock. He's a diggy doggy dog, tick tock. He will tie and laze around. The cute face and his body lay on the ground. His lovely eyes shooting down again and again. The little white dog now sleeps and dreams. He's a diggy doggy doggy diggy dog, tick tock. He's a diggy doggy dog, tick tock. He's a diggy doggy doggy diggy dog, tick tock. He's a diggy doggy dog, tick tock. He's a diggy doggy doggy diggy dog, tick tock. He's a diggy doggy dog, tick tock. He's a diggy doggy doggy diggy dog, tick tock. He's a diggy doggy dog, tick tock. He's a diggy doggy doggy diggy dog, tick tock. He's a diggy doggy dog, tick tock. He's a diggy doggy doggy diggy dog, tick tock. He's a diggy doggy dog, tick tock. He's a diggy doggy doggy diggy dog, tick tock. He's a diggy doggy dog, tick tock. He's a diggy doggy doggy diggy dog, tick tock. He's a diggy doggy dog, tick tock.